Das wird jetzt ganz, ganz spannend auch zu sehen. Nele Wessel halt hier mit der schnellsten Meldezeit, mit der schnellsten Vorleistung angereist. Die einzige Athletin diesem Jahr schon unter 4:10 bleiben konnte. Auch sie wird mit Sicherheit die letzte Schlussrunde von Gesa Krause gestern gesehen haben und notiert haben. Okay, Gesa hat hier nochmal richtig an der Schnelligkeit gearbeitet. Da sind wir jetzt ganz gespannt, welche Taktik die Favoritin hier anschlägt. Erstmal setzt sich Verena Meisel hier an die Spitze, die Wattenscheiderin. Hinter ihr dann schon Nele Wessel, aber auch Linda Wrede, die Hindernisspezialistin aus Leverkusen, die hier vorne sich mit einsortiert. Und Sie sehen das, das Feld ist eng zusammen. Und wer wagt jetzt den Kick? Gesa Krause. Gesa Krause schiebt sich 300 Meter vor dem Ziel nach vorne, wird jetzt schon wieder. Und da ist der angesprochene Sturz. Ich hatte es gesagt, es ist unglaublich eng. Wir haben schon die ersten Hakeleien gesehen. Und jetzt war es tatsächlich Nele Wessel, die Favoritin, die in den Sturz verwickelt war und jetzt im Anschluss kämpfen muss. Vorne ist es Vera Coutelier. Neben ihr im roten Trikot Linda Wrede und Gesa Krause, die jetzt hinter Vera Coutelier sich einsortiert und den Kick hat. Wir haben es gestern gesehen, 28 Sekunden über die letzten 200 Meter nach einem 3000 Meter Finale. Und Nele Wessel, die kämpft und versucht hier noch nach vorne zu kommen. Da kommt sie auf der Außenbahn. Im Schlug der Verzweiflung, möchte man sagen. Aber Gesa Krause holt hier den Doppelsieg.